So, jetzt spielen wir Lords of the Fallen mit, soll ich eigentlich Schmitty sagen? Kannst du mich nicht mehr. Mit Schmitty von Black Forest. Erfahrung mit Rollenspielen, aber noch nicht mit diesem. Und dem Jan von King Art. Genau, die Arbeitsaufteilung ist, Schmitty spielt, ich mache mich drüber lustig. Ja, ihr nehmt jetzt Lords of the Fallen auseinander. Ja. Oder Lords of the Fallen nimmt euch auseinander. Sehen wir dann gleich. Nein, Lords of the Fallen wird mich auseinandernehmen und er wird das auseinandernehmen. Und das wird wiederum mich auseinandernehmen und das wird ich glücklich. Und am Schluss ist alles auseinandergenommen. Genau. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, genau. Also bis jetzt noch relativ einfach. Press A. Das ist super einfach. Das kommt mir bekannt vor. So, ja. Am besten mit New Game. Soll ich eine Option von? Wenn du willst, gehen die Optionen. Steht dir frei. Sound ausgezeichnet. Ah, das ist schön. Das ist toll. Ups, ich wollte. Ich bin echt gespannt. Display, Subtitles. Nein, ich möchte. Wahrscheinlich soll ich Subtitles anmachen, weil ich keinen Sound kann. Mhm. Wunderbar. Und wie sieht es runter, dass du in die Options werden sind? Kontrollen, sehr schön. Ich sehe keinen einstellbaren Schwierigkeitsgrad hier. Nein, es gibt auch keinen Schwierigkeitsgrad. Ausgezeichnet, es gibt nur eines. Das ist schwierig. Ausgezeichnet. Wunderbar, dann seht mich jetzt, wie ich failen werde. Ups, Save File. Sowieso New Game und dann Save File. Ah, ich muss ein neues ausgeben. Oh, so, jetzt kannst du gleich mal gucken. Hier kannst du die Art der Magie, die du im Spiel haben willst, auswählen. Und da gibt es drei Stück. Und mit denen bist du auch gebunden dann für den Rest deiner Spielsession. Shiny. Rage. Lass mich fragen, das ist quasi offensive, defensive Heilung. Genau, oder? Im Grunde hast du die Kriegermagie, die Schurkenmagie und die Klerikermagie. Der ist bis gerade wieder offensiven bei der Krieger. Ja, ich lese es mir gerade durch. Das sind die verschiedenen Spells, die du dann später... Das sieht Schock aus. Ja, genau. Was würdest du denn empfehlen jetzt so für Anfänger? Eher Krieger, Schurke? Kann man eigentlich nicht richtig empfehlen. Also der Krieger... Ich gehe mal meiner persönlichen Präferenz. Ich würde den Schurke. Ja, du kannst es gleich noch kombinieren. Also du kannst gleich nämlich noch die Startausrüstung und sozusagen damit deine Startkampfwerte hier nämlich bestimmen. Da kannst du auch wieder Krieger, Kleriker oder Schurke auswählen und... Das heißt, man kann quasi Krieger, Magie, aber Kleriker ausrüsten zum Beispiel. Genau. Und das heißt, die Schurke-Kleriker-Kombination wäre deine Inquisitor. Du siehst dann da oben, wie der heißt, wenn du den auswählst, die Schurke-Kleriker-Kombination. Ja, für den Spielanfang, der Krieger kann ganz gut Schaden einstecken und blocken. Mhm. Wenn du eher so ein bisschen stationär spielst, ist der ganz gut. Der Kleriker braucht sehr viel Timing. Und wen hast du gemacht? Nein, ich habe keinen ausgerichtet. Kleriker braucht gutes Timing, das heißt, er hat eine sehr starke Waffe, sehr präzise Waffe und nicht viel Panzerung, aber wenn er trifft, trifft er richtig ordentlich. Der ist sehr spannend zu spielen, aber muss man halt einfach gut balancieren. Der Schurke ist sehr, sehr schnell, viel schneller als alle anderen. Kann dadurch super schnell ausweichen, sich super schnell bewegen, aber macht natürlich wenig Schaden mit seinen Waffen. Mhm. Aber dafür kannst du sehr oft zuschlagen mit ihm. Also wenn du eher so ein bisschen um die Gegner gerne rumtätzelst, dann nimm ihn dazu. Ach, ich probier's einfach aus. Wenn ich kaputt gehe, dann... Okay, du bist jetzt ein echter Rogue mit Rogue-Magie und Rogue-Equipment. Ja. Wie heißt der Kleriker? Das ist der Executioner. Du warst ja nicht so weit weg vom Inquisitor. Wow. Das war schon mal dran. Der Krieger wäre dann der Raider. Raider. Nein, ich fahr sehr klassisch hier. Gut. Ich fahr sehr klassisch. Stärke 8, Vitalität 8, Face 8. Endurance 11, Agility 11, Luck 3. Das sieht schon sehr nach Rollenspiel aus. Ich mag es sehr. Health Potion 5, Energy Shot 1. Ich habe wahrscheinlich sowas. Oh ja, du hast sehr viele Health Potions. Das hilft dir auch am Anfang weiter. Das ist sehr gut. Ich habe Lederrüstung, ich habe Dagger, ich habe so einen kleinen. Das ist gut, oder? Ja. Ausgezeichnet. Ja. Nicht mein Style, aber. Das will ich sehen. Schau mal. Can perform high DPS special attacks with dual wield weapons after a few perfectly timed strikes. Was? Modern wäre das, was er leider nicht zu sehen bekommen. So, das heißt, ich finde mich jetzt wahrscheinlich anstellen, die erste Krüppel schon. Schnee, Eis, unterliche Weiden. Ja, das ist das ist quasi der Trailer, den wir schon gesehen haben. Ja. Mhm. Nett. Fallen God. Creator and Destroyer of Worlds. Hear my vow. Ich weiß nicht, was du gesprochen hast. Ich habe sowas da gesprochen. Ja. Ach so, kannst du gerne. Nein. Ich könnte.
Der wurde sehr aufwendig und sehr teuer produziert und am Schluss der Entwicklung ist unser Ingame-Charakter-Modell von Harkin hier detaillierter geworden als der, den wir jetzt hier im Render in ihm sehen. Gerade was die Gesichtslayer nochmal angeht. Das ist immer so ein Problem, oder? Immer wenn Publisher und so super früh in der Entwicklung irgendwie Screenshots haben wollen oder irgendein Material, dann sie, oh nein, nein, nein. Das ist das Erste, was die Leute von dem Spiel sehen werden und das wird immer so bleiben. Und die ersten zwei, drei Screenshots werden immer im Netz bleiben, egal was du machst, egal wie viele andere du machst, die ersten sind immer da. Das ist bei uns jetzt auch so, deswegen haben wir auch an den ersten sehr, sehr lang gesessen, um genau wirklich den Eindruck hinzubekommen, den wir im Spiel haben wollen. Ja, irgendwann die ersten Screenshots sehr stark, aber wenn man das halt eben nicht so macht, dann hast du halt einfach, okay, man nimmt so aus der Entwicklung gerade die ersten Screenshots und dann ärgert man sich da Monate und Jahre. Das machen wir nicht mehr, weil wir uns so oft geärgert haben, haben wir gesagt, nee, wir brauchen echt Zeit, dass die so funktionieren, wie es später im Spiel sein soll, dass wirklich alles dafür fertig produziert wird. Ja. Das dauert dann, weiß nicht, für die ersten Screenshots. 4, 5, 6 Wochen, bis sie da sind. Deswegen sagen wir immer, wir brauchen halt lange Vorbereitungszeit. Wir müssen diesen Marketingplan halt früh kennen, damit wir auch was dann fertig haben zu dem Zeitpunkt. Ja. Denn am Anfang ist halt der Screenshot noch nicht einfach auf den Screenshot-Knopf gedrückt. Da sind einige Sachen halt noch gar nicht gebaut, die dann irgendwie im Bild auftauchen sollen. Ja. Muss man sich das von der Reihenfolge mal zurechtlegen. So, aber das alles, wie wir später rausfinden werden, ist nicht oder noch nicht die Geschichte, die wir jetzt erleben werden. Mehr möchte ich dazu nicht verraten. Spoilers! Und da unser Story-Experte, der Falco, der uns in der letzten Session noch begleitet hat, hier ist, kann uns auch nichts dazu verraten. Mach um die Tür. Schön. Die Sequenz hier habe ich ungefähr 30 Mal oder sowas gesehen bei Game Trailers oder irgendwo E3-Berichterstattung oder irgendwo war das in deren Zusammenschnitt mit drin. Kaslo, unser gelehrter Begleiter, leicht angeschlagen, aber mächtig genug, um einen lichten Zauber zu machen. Die Katastrophe zu beleuchten, die sich hier zugetragen hat. Die sich versteckt haben. So, ich hoffe, du weißt schon, wie die Steuerung funktioniert. Jetzt bist du sehr tot. Ach, schau mal, da steht was. Das Tutorial. Du hast das Tutorial abgebrochen. Hab ich? Was? Von dir? Okay. Ich wollte gerade sagen, du kannst mir nicht erzählen, dass du so schnell gelesen hast. Nein, habe ich nicht. Ich wollte Betas drücken, weil ja schon Betas drücken. Super. Da habe ich gleich mal eine Frage an dich, Jan. Wie sehr nervt dich das, wenn Spieler das Tutorial machen und dann sagen, das Spiel ist zu schwer? Ich sag mal so. Okay, ich bin im ersten. Du hast vor 3 Sekunden gestorben. Das war super. Ich werde das Tutorial jetzt mal nicht abholen. So. Was haben wir hier? Basics. Fighting a robot is quite a challenge to learn the basics of Proxima Rodan. Kleine Anekdote. Bis vor kurzer Zeit war es noch so, dass das Tutorial jetzt nicht wiederholt wurde, sondern du im nächsten Story-Abschnitt weitergespielt hast und standest dann irgendwo neben deinem Gleiter Kaslo und hast dir gedacht, was? Was? Was muss ich drücken? Wo bin ich? Vor allem, weil ja die Leute, und das gilt auch für Game Designer, die wir gerade gesehen haben, auch von sehen, irgendwas B drücken. Zack, B drücken. Ich war just so super excited. Ja, natürlich. First of all, focus, another focus, and then it's... focus. Ja, sehr wichtig. Fokussieren. Most important framework of the contest block is the razor shield. You need to press and hold LB now. Shit. Enemy behavior is bound by the same rules as yours. The contest trigger like a robot now. This is perfect time for this window for a strike. Try for a single LB. Evasion to the side of the right of the right.
Man soll den Links- und Rechtszeichen nicht verwechseln. Heavy Strikes. Press RT. Boink. Not too bad. You can follow up with it. Boink. He's dead. Wonderful. Yay. Ja, sehr gut gemacht. Ich wollte gerade sagen, Flawless Victory. Wunderbar. Ja. Ich bin der beste rezeptbefolgende Koch, den ich je gesehen habe. Ja. So, jetzt continue the adventure. Ja. So, jetzt mache ich das, was ich normalerweise ausprobiere. Was ich so witzig finde, ist, wenn man so ein Tutorial macht, man riecht sich tierisch drüber auf, wenn Leute das nicht einfach befolgen, was auf dem Bildschirm steht. Da steht doch alles. Gleichzeitig, weil man selber spielt. Ich bin halt ein Mensch, der hasst prinzipiell Tutorials. Ich probiere halt lieber aus, was kann der Charakter, was macht dieser Knopf. Das ist so. Deswegen darf man es ja skippen, also. Ja, das Problem. Ein paar Spielen macht das funktionieren, aber ich glaube. In dem funktioniert es definitiv nicht. Ja, ist einfach so. Du musst ein bisschen lernen, dass es halt um diesen Duellkampf geht und wenn man das gar nicht lernt, wenn man es einfach nur versucht, indem man irgendwelche Knöpfe drückt, dann darf man das. Also die Spieler, die keine Tutorial mögen, können das ausschalten, die können auch die Tastenbelegung im Menü sich anschauen. Aber dann gibt es halt in dem Sinne nicht so viel Hinweise. Es gibt eine etwas steilere Lernkurve. Genau. Ich möchte an dieser Stelle nur noch mal sagen, macht awesome. Ja. Ja, du lauf mal. Gut. Aber jetzt möglichst lange im ersten Raum bleiben, wo es keine Gegner mehr gibt. Und den Wagen ist genau möglichst stark herauszuzählen. Du sollst da mal richtig vorne im Licht. Auf zum Licht. Das Licht zeigt mir an. Das Licht bewegt sich durch den Raum. Das ist nicht weg, was gesagt. Dein Kollege ist ja auch noch da. Der befindet sich hinter dir. Man muss sagen, wir haben jetzt hier in unserem Studio gerade sehr helle Lichtverhältnisse. Dadurch siehst du natürlich noch etwas weniger, als du vielleicht normalerweise sehen würdest. Und keinen Sound. Und Sound haben wir auch nicht. Das heißt, es sind nochmal erschwerte Bedingungen. Ah, ich weiß schon, da steht. Im nächsten Video wird dir noch eine Hand auf den Rücken gebunden. Ja, finde ich gut. Oha, Action-RPG, aber trotzdem mit richtigen Dialog-Trees und so. Also es ist schon ein Rollenspiel. I didn't let you out of prison to worry about me. Es ist kein God of War oder so. Die ich finde das auf jeden Fall. Die beeinflussen die Story, es gibt verschiedene Enden, die du sehen kannst. Cool. Du kannst dich entscheiden, ob du eher der positive oder der zerstörerische Spieler bist, kannst die Leute ausnutzen, du kannst sie unterstützen. Es gibt halt nicht irgendwie ein Hub mit 20 Millionen Menschen, von denen du 20 Millionen Aufträge kriegen kannst, aber es gibt eine Menge Sidequests, es gibt eine Menge Sachen zu entdecken. Cool. Sind jetzt 3 Jahre geworden im September. Und ein bisschen Vorlauf noch, was das Konzept angeht und so, aber ja, das zählen wir mal nicht, also wirklich die richtige Entwicklung. How will we find him? He's the leader of all humanity. If we find his guards, we'll find him. So langsam weißt du, worum es geht. Ja. Wir suchen Antanas, das Kloster wurde überrannt, wie so viele andere Orte auf der Welt. Und wir kommen nicht so richtig weiter bis jetzt, wenn wir noch nicht mal durch diese große Tür kommen. Find a key! Ich will irgendwann gefallen in einen Schlüssel. These things keep coming. We fight back. There are too many of them. Eine Notiz und things twist and turn away. Ein bisschen, was hier vielleicht passiert ist. Smell. Fire, death creeping up your nose. When a creature setting spat on us, the saliva hit my eye. It burned. It burns deeper into me. So. So, so ein Schlüssel fällt.
Wie du auch gleich merkst, es gibt keine leuchtenden Punkte, kleine Pfeile oder sonst welche Marker, die dir dein nächstes Questziel anzeigen, sondern nur den kleinen Tipp oben in der Ecke, was dein nächstes Ziel ist. Wir nehmen den Spieler ein bisschen bei der Hand, aber das Spiel baut eigentlich darauf auf, dass du dir Zeit nimmst, dir Sachen anzugucken, Sachen auszuprobieren und so weiter. Alles klar. So. In Anbetracht der Zeit, die wir eingeräumt hatten für unsere erste Session, weise ich dich auf die Tür hin, an der du schon vorbeigelaufen bist. Die Tür nicht vorbeigelaufen? Ja. Mehr sage ich nicht. Es ist auch bei uns gerade ein bisschen dunkler, als es uns probiert. Ausgezeichnet. Das ist ein sehr düster. Oh, hallo! Nimm das! Und stirb. Mensch. Ich sehe nichts. Es ist dunkel. Es ist wirklich sehr dunkel. So. Ich werde bei der nächsten Session mal gucken, ob wir noch Jalousien nicht kriegen oder so. Ja. Vielleicht muss es auch Sinn machen, die Deckenbeleuchtung auszuhauen, aber ich glaube, dann sieht man uns nicht. Das ist mir doch gar nicht so wichtig. Alle wollen uns sehen. Also, ups, Kamera. Der hat einen großen Hammer, ich sollte vielleicht wahrscheinlich so ausreichen. Aber da du vorher gesagt hast, dass du so ein exzellenter Spieler mit so viel Erfahrung bist, haben wir einfach den Schwierigkeitsgrad am Anfang für dich ein bisschen hochgezogen. Und du darfst auch dann mal aufgeben und sagen, die Stelle ist dir jetzt zu krass, dann gibst du dem Jan weiter, der zeigt dir, wie man das. Ich dachte, okay, hieß Baus. So, ich bin von dort gekommen, richtig, Licht fällt hier hin, ich kann es nicht. Das Licht da unten sieht freundlicher aus, aber das sah sehr mysteriös aus. Ich finde das auch. Wir fahren. Das ist gut dafür, sonst hätte man noch so ein Trinkspiel ausmachen können. Das stimmt eigentlich. Und ich sag mal so: Unser Publisher kommt aus Polen. Whatever happens, Antanas can save us. Haben schon mal sowas beantwortet. Ich glaube, mit dem polnischen Producer, mit dem Tomek, gab es ein Trinkspiel. Jedes Mal, wenn der Spieler den Boss nicht geschafft hat, muss der einen Wodka trinken. Und jedes Mal, wenn er ihn geschafft hat, muss Tomek einen Wodka trinken. Einer von beiden war nachher ziemlich betrunken wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich der Spieler. Und vor allem wird es ja dann nicht leichter, einen Boss mit drei Wodka zu besiegen. Ich kann nichts anfangen, okay. Es kam etwas. Das ist mal ein Gegner, wo du deine Kampfskills beweisen musst, was du gelernt hast. Anvisieren ist immer. Kampfskills sehen so aus. Sterb. Aha. Weißt du? Ich wollte gerade fragen, ob der kleine rote Balken liegt so, dass sie helfen. Ja. Zumindest meine Skills vor die Hunde gehen. Wow, jetzt ist er da drin. Mein Gott. Wenn du stirbst, dann tauchen die Feinde wieder auf. Du behältst deine Ausrüstung, die du gesammelt hast, die Türen, die du geöffnet hast, bleiben geöffnet und so weiter, aber die Gegner kommen schon. Da habe ich ja gerade zum Beispiel bei Zelda oder so auch der Fall. Das wäre den anvisiert. Okay, das mit dem Rollen funktioniert ganz so. Ich hatte nachher jemanden gesehen, ich habe wieder abvisiert. So, genau. Und so kannst du auch mit dem Rollen erfolgreich sein. Jetzt könntest du einen Trank trinken. Hättest du einen Trank trinken? Ich hätte einen Trank trinken können, ich bin gestorben. Großes Kino! Worauf liegt der Trank eigentlich gerade? Bisschen neue Steuerung. Mit der neuen Steuerung. Aber es stand der Tutorial hinter. Damit hast du gerade die Tränke durchgeschaltet unten übrigens. Okay. Jetzt hast du einen Stamina-Trank, schalt nochmal weiter durch. Dass du wieder zu deinem Herztrank. Oh, das ist bewaffnet. Dass du da guck und wenn du es lang gedrückt hältst, drück mal. Dann, achso, jetzt hast du es voll, das aber dann kannst du so trinken. Okay, das heißt, X ist Trank. Etwas unorthodox, aber ich werde damit schon klarkommen. Erstmal muss ich mit dem da klarkommen. Ja, so muss ich mit dem klarkommen. Und rollen. Nice! Okay, hab ich trotzdem getroffen? Ja, hab ich nicht. Rollen. Back! No! Haha! Ja, muss gucken, ich glaube, er macht nochmal zwei Schläge. Weißt du? Einmal vor, einmal zurück. Ich bin schon wieder tot.
Oh Mann. Ich stelle mich an, wie der erste Mensch, der ein Spiel spielt. Das ist unglaublich. Stimmt, aber es könnte schlimmer sein. Ich könnte es. Okay, dann. ich probiere das gleich. Genau, du machst jetzt mal noch eine heimliche Off-Camera-Training-Session und dann. Es liegt noch nichts dabei. Es liegt nur an den schlechten Rahmenbedingungen. Genau, wir ändern die Rahmenbedingungen und machen das Easy-Light-Setup für die nächste Runde. Ich glaube, so wie ich die Leute mit Gian Assistance gequält habe, ich verdiene das gerade. So ich würde sagen, eigentlich, wenn man Gian Assistance gespielt hat, muss man auch Lords of the Fallen spielen können. Wenn zwei Spiele irgendwo nah beieinander sind, dann die beiden. In diesem Sinne.